Hallo, hier ist Farah Zafesi vom ELSA-Institut in Dietikon. Dieses kurze Video zeigt Ihnen, wie man aus der Pentacam-Software heraus U1-2-Files für die Pentacam und den Keratographen exportieren kann. Im Softwarefenster sehen Sie links den Namen des Patienten markiert und nun würden alle Untersuchungen, die rechts aufgeführt sind, auf einen Schlag exportiert werden. Alternativ können Sie auch mittels der Kontrolltaste einzelne Untersuchungen markieren und dann werden nur diese Untersuchungen exportiert. Nochmal, wenn ich nur links den Namen markiere, werden alle Untersuchungen ausgewählt, ansonsten einzelne mittels der Kontrolltaste. Hier komme ich dann in das Exportfenster. Bitte achten Sie darauf, dass Sie das U1-2-File auswählen und hier rechts oben können Sie den Ort auswählen, an dem die Datei, es ist dann eine einzelne Datei, abgespeichert wird, auf dem Schreibtisch oder auf dem USB-Stick. Und dann drücken Sie auf Export und die Datei kann relativ groß sein, in diesem Fall etwas mehr als 20 Megabyte. Sie können auf unserem Server bis zu 500 Megabyte an U1-2-Files hochladen. Vielen Dank.